Leute, herzlich willkommen zu LEGO City Undercover. Jetzt nehmen wir endlich mal Dings an. McCain, bist du in der Nähe vom Zentrum? Klar, Chief. Warum? Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. Seht ihr das Komische, wenn man lenkt und Dings gleichzeitig macht? Danke, dass du so laut bist. Ich auch. Oh. So, soll ich es dir mit ihm verscherzen? Okay, mache ich gerne. Hey. Was? Die gehen doch auf der Straße. Was kannst du dafür? Ist das eigentlich weit weg? Ich habe mal zwei. Ah. Sehr geil. Wow. Ich wusste das davor nicht, das da oben, mit diesem mal 3 und so. Alter, kann man ordentlich sammeln hier. Mal 5. Schicke Karre. Hä, geh weg. Oh komm, geh weg. Ich wusste gar nicht, was das ist. Okay. Habe ich gar nicht gewusst, aber okay. Ich hoffe... Sich auf die Prozente nieder. Warum sagt das mir keiner? Auch nicht. Egal. So. Ah, so, jetzt auch noch 3. Ja. Macht den X. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Ja, komm schon. Oh, nee. Ich hoffe. Nein, geh weg, bitte. Ich brauche einen blauen Farbwechsler. Blauen Farbwechsel, wo kriege ich den her? Was ist das eigentlich für eine Tür? Nein. Was ist denn das? Keine Ahnung, was das jetzt ist. Hey? Du hast dein Ziel erreicht, aber was ist das? Hm? Hallo, Infos? Hm. Lego City Bank? Okay. Achso, da kann man Missionen wiederholen. Warte mal. Blau? Ja, wie soll ich einen blauen herbekommen? Ja, außer bei der einen Mission da vielleicht oder so. Das sind. Warte mal. Ja, das ist jetzt erstmal Schnuppe. Achso, dafür. Warte mal. Vielleicht geht auch wieder. Ja, ach komm. Leute, ich such den eben mal und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Leute, ich habe eine Lösung gefunden. Und zwar geht man von hier einfach da lang. Jetzt aber los. Aber wie man da reinkommt, das endlich ist... Feierabend. Oh. Achso, einfach die Kiste jetzt zerstören und jetzt... Morgen. Oh. Ah. Ab rein da jetzt. Ach so, aha. Erwischt. So geht das also. Hätte ich früher sehen können. So. Blau, ne? Blau. Was oben? Ich bin gerade neugierig. Nichts. Nichts für Chase. Achso, ich kann nicht wegen... Okay. Weil ich eine Mission habe. So. Ganz easy alles geregelt. Jetzt müsste alles gehen. Wie viel Lila einfach da ist. Hi. Na, blau, 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 blau. Ja. Klasse, oder? Super. Jetzt kommen wir hoch. Und die Mission endlich starten. Da, soll ich jetzt hin, oder was? Da, da, oder? Oder bin ich allgemein zu hoch? Keine Ahnung. Super. Ja, ich bin... Nein, ich bin allgemein zu hoch, oder was? Gegangen. Och nö. Sag nicht. Leute, wir sehen uns gleich wieder oben. Oh. So helft mir doch! Das Blackwell! Ich werde festgehalten! Gegen meinen Willen! Hört mich jemand? Ja, ich höre sie. Ich meine, abgesehen von meinen Entführern. Kann es nicht schon Samstag sein? Stoppt ihn! Ach so.
Ich war jetzt schon anscheinend zu weit. So. Ah, er kann auch. Super. Jetzt kommt die nächsten. Die kassieren wollen. Tschüss. Hey. Und. Aha. Wow. Krasser Trick, ey. So. Komm, sag. Halt deinen Mund. Nee, ich will die wieder blauer. Ich dachte schon, der springt daneben. Also. Ja, neuer. Kurzer Kampf und. Ich. Bis gleich. Ja, nee. Siehst du? Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Anscheinend wird es hier doch noch spannend, wa? Warte mal. Nein. Oh, ey, ich habe immer so Angst, dass der da runterklatscht gleich. So. Deswegen war auch voll die bedrohliche Musik da. Oder ich schneide das einfach so, dass ich gleich beim ersten Mal. Ja, komm. Mach ich mir auch mal. So. So. Ich werde dich retten. Ja, ich werde das einfach so schneiden halt denn. So. Und dann da lang. So. Super. Zack. Ja, guck mal, Chase kann alles. Super Talent. Naturtalent meine ich. Zack. Ich werde dich retten. Ja, ich komme. Ich werde dich kommen. Ich werde kommen. Also, ob das echt möglich wäre, keine Ahnung. So. Hallo? Kann ich reden? Mann, wie cool war das denn? Dave? Dave! Boah! Da, ein Vordach. Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ah! Au! Das tut richtig weh. Kann der Tag noch schlimmer werden? Grundgütiger Himmel, Rettung naht! Verhaften Sie diese Männer! Schnappt ihn! Oh, hab ich Angst. Wo denn? Guck mal, Leute. Zeigen Sie es denen. Ich brauch. Guck mal, nur Y. Jetzt diese Kombi auf den. So, den nicht so paar. Das waren einige Zweier? Ja. Guck mal, alle easy. Los, schlag mich oder ich schlag dich. Die Tracht Prügel hat er verdient. Da. Rede einfach nicht. Yeah. Yeah. Danke, junger Mann. Ich dachte, mein Schicksal wäre besiegelt. Nicht solange ich da bin, Sir. Die schicken womöglich Verstärkung. Daher sollten wir umgehend aufbrechen. Mein Wagen müsste noch in der Nähe sein. Wir sind leider spät dran, Chase. Kamst aber wohl auch ohne uns klar. Ich denke, die Polizeistation wäre der sicherste Ort für mich. Würden Sie mich fahren? Ich bin noch etwas mitgenommen. Fahr ruhig. Ich sag dem Chief Bescheid, dass du Mr. Blackwell ablieferst. Wir bleiben hier und kümmern uns um die Gang. Danke. Ich bin untröstlich. Ich habe Sie gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Ich bin Chase. Chase McCain. Wir sind uns auch nie begegnet. Chase McCain. Sieh an, wie unglaublich winzig die Welt doch ist. Seltsam. Vor kurzem erst sprach ich mit einem Bekannten über Sie, junger Mann. Darüber, was Sie durchstehen mussten, um Rex Fury zu verhaften. Er weiß, dass es nicht Chief Dumby war? Nein, nein. Einige von uns sehen die Dinge von damals etwas klarer als andere. Frei jeglicher Meinungsmache. Eine Schande, dass Rex ausbrechen konnte, was er wohl alles anstellen wird. Wer weiß. Diese Männer, wer waren die eigentlich? Ohne Frage Umweltaktivisten. Die mögen mich nicht besonders. Und wieso, wenn ich fragen darf? Das wissen Sie nicht. Ich dachte, das wäre bekannt. Es war alles nur ein bedauernswertes Missverständnis, das nun hinter mir liegt. Wichtig ist nur, dass Sie in Sicherheit sind. Ob meine Sicherheitsleute das wohl auch so sehen? Nö. Kannst gleich wieder aufsteigen und irgendwo hingehen. Bist nicht sicher, du.
Ich will dich nur retten. Das ist ja nett. Was? Okay. Dann halt nichts. Dann rede einfach nicht mehr mit mir. Ich hab guter Tag für eine Spazierfahrt. Du kannst gleich einen Spaziergang machen, wenn du weiterhin blöde Sprüche machst. Dann setze ich dich ab, fahr das Wasser in, Auto ins Sie Wasser. Nehmen wohl die Panorama? Mann, ey. Da wären wir. Mr. Blackwell, ha, ich bin ja so froh, Sie zu sehen. Hab kein Auge zugemacht. Danke nochmals, Chase. Sie schlafen während der Arbeit? Ich? Warum gehen wir nicht hinein? Danke. McCain, es ist Zeit für mich zu gehen. Aber wir werden uns sicher wiedersehen. Das reimt sich, ja. Was für ein Reim. Gehen und sehen, oder was? Das ist der billigste Reim, den man haben kann. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie lang das jetzt so geworden ist, weil ich muss ja so und so noch ein bisschen cutten. Ein bisschen geht noch, oder? Wo muss ich denn hin? Natalia! Ich brauche vielleicht, ich betone, vielleicht deine Hilfe. Ich konnte meinen Dad in keinem anderen Büro von Chan finden. Und? Ich habe auf seinem Schrottplatz nachgesehen und jetzt stecke ich hier fest. Wie bitte? Ich war verzweifelt. Es ist doch mein Dad, Chase. Und was, wenn ich Chan erwischt? Niemals. Ich bin sehr gut versteckt. Hey, wessen Füße sehe ich da hinter meinen Vorhängen? Hilfe! Natalia? Natalia! Tja. Richtig Ellie, schlecht. Du musst mir helfen und der Chief darf davon nichts erfahren. Schieß los. Natalia steckt auf dem Schrottplatz fest und ich brauche Verstärkung, um sie da rauszuholen. Natalia Kowalski? Was geht da vor sich? Lange Geschichte. Kannst du mir helfen? Klar. Ich kenne ein paar Officers, die gerne hinter dem Rücken des Chiefs operieren. Sie werden sich mit dir beim Schrottplatz treffen. Die bringen dir eine Verkleidung mit. Chan soll dich ja schließlich nicht erkennen. Danke, Ellie. Damit hast du einen Stein bei mir am Brett. Ich sehe Stein. Rette Natalia. Wollen wir Natalia retten oder nicht? Du kannst dich selber retten, oder? Komm, ach, wir fahren da noch hin. Was ist mein Wagen? Wir nehmen einfach den. Ja, der ist auch super schnell, wie ihr merkt. Boah, geht der ab. Ja, also wahrscheinlich, so wie ich das sowieso schneide, ist jetzt erstmal ein bisschen... Ich muss halt gucken, wie schnell, wo ich jetzt bin. Entschuldigung, ich muss echt viel, ganz schön viel rauscutten hier. Okay. Da, die, da, da, da. Ja. Das war mein neuer Song, der ist da, die, da, da. Und den könnt ihr jetzt kaufen. Auf Amazon für, sagen wir mal, Fairnesspreis. 99,99 Deluxe Album. Mit Essenreste von gestern. Ich meine, das ist doch ein super Fan. So was will doch jeder Fan haben, oder? Essen, also. Album erscheint, ja. Sagen wir mal. Am. Wie viele Tage hat diesen Monat? Monatsende kommt der. Ja. Und dann. Ich glaube 31, 30, irgendwie so. Erscheint das, ey, also ich würde das schon mal jetzt vorbestellen, bevor alles weg ist. Und glaub mir, das wird Babi Bab Bab Dubidi da wegsprengen. Okay, ich soll. Nein, bitte. Ah, ich hab Y gedrückt und ich habe jetzt gedacht, ey, das steigt ab. Ich steig ab. Ja. Yeah. Wo bleibt denn die Verstärkung? Die sollten doch schon längst da sein. Hey, Chase. Okay. Statsky und Klatsch zur Stelle. Wo ist die Lady in Not?
Klatsch, Statsky. Danke, Jungs. Natalia ist auf Chans Schrottplatz. Der Chief hat heute ein paar seiner Jungs eingebuchtet, aber da sind immer noch mehr als genug. Habt ihr eine Verkleidung für mich? Aber hallo. Das ist perfekt, Statsky. Meint ihr? Die gehört unserem Kumpel Hagi. Körperliche Distanz ist nicht so sein Ding. Okay, lasst uns das Mädchen retten. Los geht's! Ich muss diese Dinge ausziehen. Nur Polizisten können Wurfhakenkanonen verwenden. Allerdings auch nicht alle Polizisten. Ich darf jedenfalls nicht mehr. Du kannst sie allerdings verwenden. Und zwar um Objekte zu dir zu ziehen, über Lücken zu springen, an hohe Orte zu kommen. Wollt ihr noch was reden? Oder nicht? Hey, die zwei kenne ich. Das sind Cops. Du, geh und warn den Boss. Das vorsichtige Vorgehen hat sich somit wohl erledigt. Bereit, Statsky? Ich wurde bereit geboren. Bereit für was? Wir müssen Natalia so schnell wie möglich da rausholen. Chen hat sicher Methoden, um sie zum Reden zu bringen. Du meinst, sie kriegt ein Eis? Ne? Bestechen würde sie sicher nicht, Statsky. Nein, ich denke da mehr an die Kopfschmerzen, die ich von Eiscreme kriege. Ich würde alles ausplappern, wenn mir jemand mit Schokominze-Eis kommt. Ja, oder sie geben mir Unmengen von Limo mit Kohlensäure. Und wir wissen ja, dass Ladies niemals in der Öffentlichkeit rülpsen. Meine Mutti macht das andauernd. Deine Mutti ist ja auch keine Lady. Stimmt. Oh, mir fällt da noch was ein. Sie... Genug jetzt! Das hilft uns nicht weiter. Oh, ein Kanister mit Sprit in einer Waschmaschine? Kein Wunder, dass die auf dem Schrottplatz liegt. Ja gut, bevor wir das jetzt machen, würde ich eiskalt sagen. Ja, mich hat... Das ist ja lila, ich habe sofort an Zombie gedacht. Naja, irrelevant. Ich würde dann sagen, danke fürs Zuschauen und bis dann.